vom Mostheurigen direkt auf die Showbühne. So hätte es wohl vor Jahren in einer Show von Rudi Carrell geheißen. Unsere Geschichte, die läuft heute umgekehrt. Direkt von der Showbühne zum Mostheurigen, müsste man sagen. Denn wir haben im wunderschönen Monseland die Dame getroffen, die Panflöte spielt, weltberühmt ist, Daniela De Santos. Wie kommt es eigentlich, dass eine Augsburgerin hier im schönen Monseland landet? Ja, es ist ja bekannt, das Monseland ist ja ein schöner Urlaubsort und auch für die Augsburger. Also auch für mich, ich komme seit vielen, vielen Jahren hierher. Und ganz speziell hier an diesem schönen Fleckchen Erde zum Holzinger Bauer. Das ist eine Familie, wo ich inzwischen etwas befreundet geworden bin. Und da gibt's, wie man sieht, einen guten Most zum Trinken, was Feines zum Essen. Und alles, was hier auf den Tisch kommt, ist einfach hier hausgemacht. Und das fasziniert mich. Darum komme ich seit vielen Jahren hierher. Und habe eigentlich vor 2 Jahren schon mal gebeten, dem Schulli, dem Hausherrn, ob er mich mal Mäuschen spielen lässt hinter den Kulissen. Der Eierlikör schmeckt umwerfend. Die Butter, das Butterbrot, also so die einfachen Sachen, einfach so geschmackig. Und er hat gesagt, klar. Und da war ich vor 2 Jahren mal eine Woche schon mal hier und habe einfach so mit angepackt. Geht's morgens um 5 Uhr los in der Backstube. Bis Mitternacht ist immer was zu tun. Und jetzt hat die Tochter des Hauses gesagt, Daniela, sei so lieb und komm noch ein zweites Mal. Ich würde gerne in Urlaub fahren. Und da bin ich da jetzt eine Woche und wir sitzen, glaube ich, ganz kommod beim guten Most beieinander. Und so soll es sein. Wie lange dauert denn so ein Arbeitstag hier beim Mostbauern? Ja, es geht morgens los um 4:45 in der Backstube. Das heißt, die Chefin, die steht schon um 4 Uhr auf, weil die tut dann echt den Ofen einschüren mit Holz. Und bis das halt so richtig die Hitze hat, dann dauert es eine gute Stunde. Aber dann ab 5 Uhr morgens geht's los mit dem Teig, mit dem großen Leib wirklich zu kneten. Also es ist etwas Übungssache, aber es klappt dann schon einmal. Und dann wird es, ja, erstmal bis 7:30 wird nochmal gebacken. Und dann geht's also mit 1000 Sachen weiter. Also wirklich, dann wird einmal der Strudel gemacht, der Apfelstrudel, Marillenstrudel. Dann werden die ganzen Obste zusammengeglaubt für den Most und für den Kuchen. Das Gute wird ein bisschen aussortiert. Das kommt dann eben auf die Strudel oder in den Strudel. Und ja, es geht den ganzen Tag dahin bis mittags um 12 Uhr. Da wird dann noch ganz kommod gegessen. Da hocken also wirklich alle hier an dem Tisch zusammen und wird gemeinsam Mittagessen. Und dann ist 2 Stunden Mittagspause und um 3 Uhr beginnt hier der normale Schankbetrieb und es geht in der Regel so bis Mitternacht. Jetzt stellt man sich einen Urlaub ein bisschen anders vor, lange schlafen, spät abends ins Bett gehen, das funktioniert dann nicht? Nein, das funktioniert nicht, aber ich mache das gerne, ich mache das wirklich gerne, mal ein bisschen in eine andere Welt schnuppern. Es kommen irrsinnig nette Menschen hierher, man hat sehr, sehr schöne, kurze Dialoge und lernt einfach Vielseitigkeit kennen, lernen und man weiß auch wieder zu schätzen, wenn man so ein Butterbrot schmiert sozusagen, was doch in Wahrheit für Arbeit dahinter steckt, das dann so gut schmeckt. Vor allen Dingen hatte die Daniela De Santos sich hier im Monseland ein Mini-Paradies geschaffen. Ja, ich habe hier Freunde, das sind die Familie Ebner, die haben hier eine Schafzucht, auch mal ganz spannend. Und da gibt es einen über 100 Jahre alten Ziegenstall. Und der steht oben am Hang unter der Drachenwand. Und da habe ich vor 10 Jahren einmal gefragt, was eigentlich mit diesem Ziegenstall da oben passiert. Und da haben die gesagt, nichts mehr. Da habe ich gesagt, es wäre doch ganz toll, wenn man da drin übernachten könnte, wenn man sich das ein wenig herrichten könnte. Und da habe ich jetzt 10 Jahre dran hingebastelt und jetzt ist ein kleines Einod geworden. Also wirklich so ein ganz kleines Prinzesschen-Schlösschen direkt in der Drachenwand und ist einfach so mein Erholungsort, mein geheimer Ort, wo ich mich zurückziehe. Apropos Erholung, aber Daniela De Santos arbeitet natürlich auch sehr, sehr viel, gerade jetzt. Neue CD, neue DVD. Wie schaut's denn aus mit der Panflöte? Ich arbeite wirklich viel und es macht mir auch unheimlich viel Freude. Und vor allen Dingen mache ich Konzertabende, wirklich mal 2,5 Stunden Panflöte. Aber gar nicht so, dass man sagt, oh je, also 2 Stunden will ich mir das nicht anhören, sondern es ist ein ganzer, schöner, kompakter Abend. Ich nenne es eine Reise ins eigene Ich mit so kleinen Geschichten, kleinen Anekdoten zwischen den Musikstücken und es kommt immer mehr an, findet immer mehr Anklang. Da habe ich also letztes Jahr über 120 dieser Konzerte gespielt und jetzt ab September geht es jetzt in den Herbst ein, wieder los mit meinen Konzertabenden in ganz Deutschland und Österreich. Jetzt glaube ich nicht, dass alle
Termine im Kopf sind, aber im Bezirk Vöcklabruck ein Konzert geplant? Ist geplant, ja. Und zwar, was ich weiß, am 12. Oktober in der Stadthalle. Bestimmt ein schöner Rahmen, wird bestimmt ein toller Abend. Und hier überhaupt in Österreich mache ich auch eine Casino-Tournee. Also die Casino Austria, das gibt es ja in jeder größeren Stadt. Da wird auch so ein Konzert stattfinden. Und man kann natürlich unter www.danieladesantos.at die Termine nachlesen. Okay, zurück zum Mostbauern noch einmal. Wie lange kann man hier sich von der Daniela bedienen lassen, beziehungsweise wann ist der Urlaub zu Ende? Der Urlaub ist zu Ende in einer Woche und so lange kann man sich auch bedienen lassen, also jetzt in dieser Woche. Aber ich komme immer wieder mal her und wenn ich dann mal da bin, wie es halt immer so ist, wenn man dann schon mal da war und weiß, wo es krankt, dann bin ich auch gern am Abend Gast und springe dann trotzdem wieder mit ein und hilf halt da, wo es Hilfe nötig ist. Also insofern kann es immer wieder passieren, von mir hier bedient zu werden. Okay, darauf freuen wir uns, sagen danke für das Gespräch, viel, viel Erfolg heuer noch und natürlich auch im nächsten Jahr und wir freuen uns auf das Konzert in Vöcklabruck. Dankeschön.